Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo hier auf Blub4Games.de und auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sneak Peek Demo von Deliver Us the Moon. Ja, Deliver Us the Moon, wer es nicht kennt, es ist ein Spiel, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet und ich werde jetzt nicht ein paar Schritte nach vorne gehen, weil sonst ein ziemlich lauter Text startet. Deswegen werde ich erstmal gerade so ein bisschen etwas sagen. Deliver Us the Moon befindet sich aktuell in der Entwicklung, hat auf Steam Greenlight schon ordentlich abgesahnt. Die Kickstarter-Kampagne läuft seit Montag aus meiner Perspektive. Ich nehme gerade am Donnerstag, den 4. Januar auf. Und seit Montag, also seit knapp 2,5 Tagen, läuft die Kickstarter-Kampagne schon und es wurden schon über 20% der erforderlichen 100.000 Euro oder waren es 100.000 Dollar, ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube es waren Euro, gesammelt, über 20% schon. Dem ein oder anderen aus der deutschen Community dürfte das Spiel aus Grongs erstem Livestream von 2016 bekannt vorkommen. Dort hat er nämlich die Demo-Version von den Entwicklern angespielt. Das ist jetzt nicht die Version, die ich hier spiele. Die In-Game-Demo-Version, die kann man, glaube ich, auch auf anderen größeren YouTube-Kanälen nachgucken, wo man quasi mit einer Rakete zum Mond fliegt und so weiter. Darauf komme ich gleich noch. Das hier ist die Demo-Version, die man sich auf Kickstarter kostenlos runterladen kann. Das kann jeder machen und es ist quasi so eine Art Erklärsimulation, worum es in dem Spiel geht, was auf einen zukommen wird. Und ja, ich denke mal, ich kann jetzt ein paar Schritte nach vorne gehen. Sollte es zwischendurch ruckeln, und das wird mit Sicherheit passieren, nicht wundern, ich spiele dieses Spiel auf den epischsten, also dieses in Anführungsstrichen Spiel, die Demo hier, die spiele ich auf den epischsten Einstellungen, die man hier nehmen kann. Weil, ganz ehrlich, wenn ich hier Low, Medium oder High nehme und nicht Epic, dann ist das hier so ultra verpixelt, da kriege ich Augenkrebs. Ich weiß nicht, wieso das nur aus Epic so einigermaßen okay aussieht. Also was ist einigermaßen okay? Es sieht schon ziemlich gut aus. Wieso das, wenn man das auf High runterstellt oder sogar noch niedriger, so mega verpixelt ist, weiß ich nicht. Ich gehe einfach mal jetzt nach vorne. Welcome to the WSA Space Center. So, ich hoffe, das Rauschen meines Rechners hört man jetzt nicht im Hintergrund. Ich kann ja mal gerade, Sekunde, das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich kann ja gerade den Sound ein bisschen lauter stellen. Ich dachte, die Stimme wäre ein bisschen lauter. So. Habe ich das Ganze gerade mal ein bisschen lauter gemacht. Und wir sind hier quasi im Space Center und können uns hier die Sachen ein bisschen angucken. Wie gesagt, es ruckelt verständlicherweise ein bisschen. Ich weiß, was es darstellen soll, aber irgendwie sieht das so aus, als ob da 100 Milliarden Kometen einschlagen auf der dunklen Seite. Obwohl das einfach nur, denke ich mal, die Nachtlichter der Städte sein sollen. Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ja, worum geht es in Deliver Us the Moon? Die Erde, wer hätte es gedacht, bekommt eine weitere Apokalypse ab. Die Ressourcengeilheit der Menschen führt dazu, dass sich die Erde nach und nach in einen lebensfeindlichen Planeten verwandelt. Eine Art Wüstenfelsregion, sage ich mal. Und du als Spieler wirst als einziger Astronaut hochgeschickt Richtung Mond, um die Menschheit quasi zu retten, indem du dort oben, keine Ahnung, vielleicht Ressourcen abbaust. Es ist ja noch nicht so viel über die Story bekannt. Und darum geht es quasi. Die WSA ist hier sowas wie der NASA-Verschnitt. Und ich denke mal, in diesem Space Center werden wir ein bisschen mehr erfahren über dieses Spiel. Ich drücke mal E. The WSA was founded to create a diplomatic council for the great nations of Earth to collaborate and exchange research on space and human survival. Aha, okay, ich würde mal sagen, wir gehen mit ein bisschen Geruckel mal hier die Treppe hoch. So, ich werde mir natürlich versuchen, alles anzugucken. Wenn ich etwas übersehe, tut es mir leid. Das kann
durchaus passieren bei meiner Noobigkeit. Okay, hier geht es hoch. Da oben ist der Fahrstuhl. Ansonsten können wir hier noch hin. Okay, verstehe. Ach, hier kann man auch dann die Treppe runter. Verstehe. Da oben ist auch noch irgendwas. Aha. Das ist ja auch noch ein Knopf. Aha. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ey, Stuhl. Mach mal einen Abgang hier. Ich habe diesen Knopf aktiviert, aber ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Der Knopf bleibt auch grün. Ich habe irgendetwas aktiviert. Was habe ich aktiviert? Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich gerade aktiviert habe. So, was haben wir denn hier? Aha. Ein Bild. Space Elevator. Designed to take visitors to the moon safely from the WSA Space Station to the WSA Moon Hub. Das habe ich mir schon fast gedacht. Die Space Station. Ah, guckt euch das mal an, ey, nicht schlecht. The Space Station is an international docking port to reach the moon from space. So, hier drüben haben wir auch noch ein Bild. Verstehe. Das kennt man doch aus der Spieldemo. The World Space Agency's launch site in Kazakhstan. In Kasachstan. Interessant. Was haben wir hier aktiviert? Ich gehe nochmal gerade zurück. Haben wir hier unten jetzt irgendwas aktiviert vielleicht? Sieht nicht danach aus. Kann ich springen? Ich kann... Ich glaube, ich sollte eigentlich springen können, aber ich kriege es irgendwie gerade nicht hin. LOL! Oh, Putzfrau, ich habe gerade aus Versehen die Lampe, das ist doch nicht schlimm, oder? Ich war das nicht. Das war ich nicht. Stuhl, geh aus dem Weg. Das war ich nicht. Ich gehe mal hier die Treppe runter. Out Teaser. Aha. Und ich nehme mal auf der Rückseite. Ist der Story Teaser. Oh, ich glaube, hier gehe ich zum Schluss hin. Moment, das machen wir zum Schluss. Das machen wir brav zum Schluss. So, ich hüpfe mal hier gerade über die Lampe. Ja, oder schieb sie beiseite. Von mir aus auch das. Das Team. Aha. Ja, das hier ist das Entwicklerteam. Eine Mini-Indie-Firma aus, lass mich lügen, Holland. Ich glaube Holland. Ja, die entwickeln das Spiel. Und wurden durch Gronkhs ersten 2016er Livestream derbe gepusht, wenn man das mal so sagen darf. Die Kickstarter-Kampagne dürfte morgen aus meiner Perspektive auch noch einen ordentlichen Boost bekommen, weil dort Gronkh seinen nächsten Livestream hat und alle Gelder, die da zusammenkommen, fließen in das Kickstarter-Projekt von denen. Es ist quasi ein Spendenstream. Und ich denke, da werden einige tausend Euro zusammenkommen, während wir hier ins Museum gehen. Die WSA. Das ist gemein. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Ach, haben die hier ihre 3D-Models hingestellt? Das ist ja interessant. Go to Kickstarter. ich glaube, da werde ich jetzt lieber nicht drauf drücken. Das kann ich mal spaßhalber gegen Ende machen. Ich will jetzt nicht, dass ich gerade während meiner Aufnahme ein Browserfenster öffnet. Das ist ja ein bisschen ungünstig.
Ach du heilige Scheiße. Ja, genau, das ist die Entwicklerfirma Kekyon Interactive. Aha. Ja. Dieses Bild kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Deliver as a Gronk. Ich weiß nicht warum. Woher kenne ich das nur? Aha, noch ein fliegender Gronk. Das ist ja interessant. Das sind, glaube ich, ja. Das sind, glaube ich, alles Bilder von Twitter. Bei diesem Stream sind ja die Twitter-Follower von Kekyon explodiert. Die hatten irgendwie, keine Ahnung, 40 Follower und hatten dann irgendwie nach ein paar Tagen, keine Ahnung, 12.000 oder irgendwie so. Das war ein bisschen mindblowing für die. Ach, Hirnsturz. Der gute Hirnsturz. Stimmt, ich glaube, der hat auch die Demo-Version bekommen und vorgestellt auf seinem Kanal. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Und Bruger. Ja, dass Bruger ein Video dazu gemacht hat, das weiß ich. Das weiß ich. Wen haben wir hier noch so alles? Das Bild kenne ich da oben. Das habe ich auf Twitter gesehen. Da sind das so echt alles Twitter-Bilder. Das ist ja cool, dass sie hier das gemacht haben. Das ist natürlich richtig nice. So, mal gucken, was haben wir hier. Kann ich... Ey, Stuhl, mach mal einen Abgang. Kann ich was drücken? Okay, das scheint wohl nur ein Bild zu sein. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie einen Videoausschnitt abspielen aus dem Stream. Warte, ist hier wieder so ein Knopf unten drunter? Alter, dieser Dreckstuhl! Ey, lass mich hier raus! Ach, meine Güte. Okay, das merke ich mir mal. Da werde ich mal ganz am Ende drauf drücken. Hier kann ich, glaube ich, den Fahrstuhl rufen, oder? Ja, habe ich hier oben denn alles gesehen, was man sehen kann? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon, oder? Hm. Ich würde die Spieldemo ehrlich gesagt auch gerne mal spielen. Uah. Eieieiei. Kann ich hier drauf klettern? Kann ich tatsächlich? Interessant. Ja, hier, komm, mach einen Abgang. Ich kann den gar nicht wegschicken. Oh, okay. Ah, das Mondfahrzeug. Die WSA issued Lunar Explorer, used for rapid and safe travel on the moon surface. Ja, was man auf dem Mond genau machen kann, das ist natürlich noch ein Rätsel. Ich glaube, auf der Kickstarter-Seite steht... ach ja, genau. Das Spiel ist ein Episodenspiel. Also es wird in 5 Episoden rauskommen. Wer hätte es gedacht, es sind mal wieder 5 Episoden. Typisch für solche Episodenspiele. Und jede Episode hat quasi eine große Mission. Und innerhalb von diesen 5 Episoden soll man halt versuchen, die Menschheit zu retten, wie auch immer. So, uiuiuiui, hier kann ich doch bestimmt auch was andrücken, oder? Aber natürlich doch. This is a scaled model of the actual rocket the WSA uses for travel to the moon. Mhm. Ich kann mit F übrigens meine Taschenlampe anmachen. Jetzt dreht sich das auch die ganze Zeit, okay. So, aha, kann ich auch was drücken? Stimmt, oder? The actual cockpit of a World Space Agency rocket. Kann ich hier irgendwie springen? In dem How-to-Play-Textdokument stand, dass ich springen kann, aber irgendwie... Ich versuch's gerade. Ich kann mich ducken. Okay, wahrscheinlich um unter die Tische besser zu kommen für die Knöpfe. Was? Was?
Oh lol. Da ist ja der Mond. Hä? Was fährt denn hier rum? Ich höre doch irgendwas hier rumfahren. Hm, okay. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr. Hier geht es die Treppe hoch. Aber ich glaube, wir können diese Statue hier noch andrücken, oder? Können wir die andrücken? Muss mal die hier Licht anmachen. Okay, kann ich nicht andrücken, aber sieht sehr imposant aus. So, hier dürfte... Genau, hier ist wieder so ein verschlossener... Hä? Was steht da? Achso. Natürlich, der Feuerlöscher. Gut, dann gehen wir mal wieder hier hoch. Tü-tü-tü-tü-tü. Ah, was haben wir hier denn? Moon Hub. The Moon Hub is the World Space Agency's main base of operation on the moon. Ich bin gespannt, was die aus dem Spiel machen. 5 Episoden, die Menschheit retten auf dem Mond. Es soll doch so ein bisschen Survival-Feeling haben. Ich bin gespannt. Lol. Da geh ich zum Schluss rein. Da gehe ich zum Schluss rein. Ich habe es mir gerade anders... Nee, Moment. Zum Schluss drücke ich auf den Knopf fürs Kickstarter. Fürs Kickstarter-Ding. Okay, da muss ich auch gleich noch rein. Die All-Seeing Eye, also known as ACE, is a robot companion that can help astronauts with tasks while on the moon. Wisst ihr, wie Grog dieses, diesen Robot Companion genannt hat im Stream? Ich glaube, Brüste. Also in der deutschen Community wird dieses Ding eindeutig den Namen Brüste haben. Was war das? Tja, Brüste, see you later. So, mal gucken, was haben wir... Was? TBA? Achso, lol. Aha. The second generation WSA astronaut suit. Man kann sogar, wenn man auf Kickstarter einen etwas größeren Betrag spendet, kriegt man sogar so ein Suit irgendwie zugeschickt. Finde ich eine nette Idee. Aha. Das ist also Version 2. Dann ist hier, denke ich mal, was noch nicht sichtbar ist, Version 1. Das ist also Version 3. So, so. The current WSA astronaut suit. Stimmt, ich glaube, den kriegt man, wenn man einen etwas größeren Betrag spendet. Ach nee, hier ist ja Version 1. Ups. The WSA's first generation astronaut suit. Ja, der, also, guckt den euch mal an. Der sieht auch wirklich ein bisschen komisch aus. Ich meine, das konnte ja nichts werden auf Dauer. So einen komischen Reißverschluss. Aha. Aha, was haben wir hier denn? Das ist ja interessant. Kann ich hier auch was sehen? Mit Flashlight? Nein. Kurzes Gelegger. Hier sind die beiden Videos. Was haben wir hier denn? Die Power Cell. The Power Cell was the original multi-tool used by pioneering astronauts on the moon. Ich glaube, das Ding bekommt man auch in der Spieldemo, oder? Ne, ich glaube, das Ding war das hier. Power Tool, genau. The World Space Agency's Power Tool is an upgraded model of the Power Cell with advanced capabilities. Ja genau, das Ding muss man sich irgendwie in der Demo ein bisschen zusammenbasteln. Gut. Story Teaser. Old Teaser. Wir gucken uns erstmal den Old Teaser an. T-minus 90 seconds, stay counting. All systems are go.
das war also der Oat-Teaser. Okay, der Oat-Teaser ist zwar schön und gut, aber es gibt natürlich den, den aktuellen Story-Teaser und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das auch abgehakt. Ja gut, in diesem Story-Teaser hat man schon einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen, worum es in diesem Spiel gehen wird. Und ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier durch diese Schleuse gehen und ich glaube, hier kriegen wir einen ziemlich geilen Ausblick. Hier kann man glaube ich auch noch gleich noch reinquatschen. Alter Faller, was haben wir hier denn, ey? Uiuiuiui. Aha. Aha. Kann ich hier noch etwas außer diesem einen Knopf anklicken? Wie geil ist das denn? Also das ist nice. Scene, you can see a WSA astronaut signaling ACE for help. Okay, er arbeitet da gerade an irgendwelchen defekten Leitungen. Da gerät anscheinend ein bisschen was außer Kontrolle. Hier sieht man diesen Robot Companion, da hinten das Fahrzeug. Interessant. So, warte mal hier. Hier kann man also durch. Aha. Die kleinen Schlingel haben ja also einen Seiteneingang eingebaut. So, so, so. Aha. Eine eingestürzte Brücke. Jemand flieht mit seinem Jetpack. Hier rüber? Interessant. Eine weitere Moon-Scene. In this scene, we can see ACE being used as a jetpack to overcome an obstacle. ACE? Ach, dieser Robothelfer oder was? Ach, den kann man als Jetpack benutzen? Das ist ja interessant. Hier noch irgendwelche Sachen, die man finden kann, oder habe ich jetzt alles gefunden? Ich komme nicht. Doch, jetzt komme ich durch. Okay, ich glaube, ich habe alles gefunden. Wobei ich noch mal gerne zurück zu dem Schreibtisch gehen würde und gucken möchte, was sich da nun verändert hat. Komm, wir fahren mal mit dem Fahrstuhl. Das gehört sich so. So, dankeschön. Einmal bitte wieder nach oben. So. Ach ne,
Moment, hier war das, wo ich ganz am Ende draufklicken wollte, weil dann eventuell die Aufnahme abschmiert. Genau, hier war das. Ich habe hier drauf gedrückt. Was hat sich denn hier getan? Was ist denn hier passiert? Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Am Anfang sind diese Tablets dann hier angegangen oder was ist hier passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist mysteriös. Na gut, wenn ich irgendetwas Gravierendes übersehen haben sollte, werde ich da sicherlich darauf hingewiesen in den Kommentaren. Ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Kickstarter Public Demo der die Space Station, Space Center Demo, wo man hier ein bisschen durchlaufen kann. Also das hier finde ich ja immer noch am besten, muss ich sagen. Das ist ja richtig geil, dass sie hier Fotos von Twitter gemacht haben. Hier diese beiden Gronkh-Fotos. Darum ist, glaube ich, hier, da ist noch eins hier. Das von Hirnsturz, das von Beruga. Das gute alte Redrück natürlich. Und noch viele, viele, viele andere Bilder mehr, die ich von Twitter aus auch so kenne. Das hier zum Beispiel. Nice, nice, nice. Das kenne ich auch von... Oh, nein, nicht so nah. Das kenne ich auch von Twitter. Miezi! Nicht schlecht. Was steht da oben? Kann man das lesen? Gut, auf jeden Fall, das war mein Video zu Deliver Us the Moon. Ich bezweifle ein bisschen, dass ich an die Demo-Version vom Spiel drankommen werde. Mal gucken, ob ich es versuche. Man kann ja mal fragen. Eventuell kommt, wenn ich drankommen sollte, noch ein Video mit der Demo-In-Game-Version. Ansonsten mal gucken, ob ich mir dieses Spiel dann holen werde, wenn die erste Episode rauskommt. Das werde ich dann wohl ein bisschen spontan entscheiden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich mit einem Klick auf Go to Kickstarter, weil dann vielleicht diese Aufnahme hier abstürzt. Mal gucken, ich drücke drauf und sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann, ciao. Ah, okay. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich bin tatsächlich auf der Kickstarter-Seite. Was haben wir denn aktuell? 666 Unterstützer. Na, wenn das mal kein Zeichen ist. Wie viel Prozent haben sie? Müssten so knapp über... Ja, müssten so circa 22% sein. Eigentlich müssten es so ziemlich genau 22% sein, die sie haben. Okay. Ja, sehr gut. Meine Aufnahme ist... Ich kann mich nicht bewegen. Ah doch, jetzt kann ich mich bewegen. Meine Aufnahme ist doch nicht abgestürzt. Oh, leck mich doch am Arsch. Gut, dann würde ich mal sagen, mit einem Blick auf diese wunderschöne Twitter-Bilderwand hier. Mal gucken, kriege ich die ganz drauf? Ja, so kriege ich die ungefähr ganz drauf. Mit einem Blick auf diese wunderschöne Wand hier verabschiede ich mich. Und jetzt aber, haut rein, bis dann. Ciao.